Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Was ich euch diesmal zeigen möchte, ist, wie binde ich ein YouTube-Video in meine Swing-Application ein. Also, wie kann ich YouTubes Video in meiner ganz persönlichen Anwendung einbinden? Gut, was wir dazu brauchen, ist vor allem mal, wir müssen externe Pakete laden. Und dazu müssen wir sie auch einbinden können. Also ich habe die schon runtergeladen, Link kommt da natürlich in die Beschreibung rein. Da geht ihr dann hier rein. Nicht hier, sondern hier in Java Build Path, weil ihr müsst die ja mitkompilieren sozusagen. Und dann geht ihr hier auf Add External Jars. Und ja, dann bin ich hier schon im richtigen Folder drin. Das ist quasi der Download-Folder. Da habt ihr dann mehrere Pakete. Also was wir brauchen, um YouTube darzustellen, ist zunächst mal SVT. Das kriegt ihr von Eclipse selber. Ja doch, von Eclipse. Das ist von denen eine Library, die halt ein paar coole Funktionalitäten mit reinbringt. Und dann gibt es ein sogenanntes DJ Native Swing. Da brauchen wir dann auch noch zwei Sachen. Bei SVT müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtige Version habt. Also wenn es bei euch irgendwie nicht läuft, dann liegt es daran, dass die falsche Version ist. Einfach mal gucken, ihr braucht eine Version, die größer als 4.3 ist, also 4.3 oder 4.4 müsst ihr haben. Und die aktuelle ist, glaube ich, 4.4. Jedenfalls, als ich, also jetzt, wo ich das Video mache. Und dann muss hier hinten entweder x86 stehen, wenn ihr 32-Bit-Prozessoren habt, oder x86-64, wenn ihr halt 64-Bit habt, und Win32 bedeutet, dass ich halt auf Windows arbeite. Ja, wenn ihr Linux habt, müsst ihr das dementsprechend anpassen. Auf Mac geht das natürlich auch. Wie gesagt, ich poste den Link, da müsst ihr euch halt das passende Paket raussuchen. Gut, also zunächst mal SVT einbinden und dann geht es noch weiter in den DJ Native Swing Ordner. Ja, hier habt ihr dann DJ Native Swing.jar und DJ Native Swing minus SVT.jar. Die könnt ihr beide öffnen. Ja, was ich dazu noch sagen möchte, sind folgende Sachen. Ihr ladet beide Sachen als ZIP-Dateien runter. Ich hoffe, ihr wisst, wie man die Dinger entpackt. Ansonsten, das kann Windows, glaube ich, sogar von selber. Ja, kann's. Gut, also die drei Sachen hier einbinden in Libraries. Also hier erstmal auf, ich zeige es euch gerade nochmal, Project. Damit ihr auf das Richtige klicken müsst, müsst ihr in eurem Code drin sein. Also nicht irgendwo hier unten in der Konsole, dann steht hier nämlich das Properties ausgegraut da. Hier in eurem Code drin sein und dann hier auf Properties. Dann hier oben wahrscheinlich seid ihr am Anfang auf Resource. Dann hier auf Java Build Path und hier auf Libraries und dann Add External Jars und dann halt die richtigen Sachen einbinden. So, cool. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können wir sozusagen auf fremden Code drauf zugreifen. Also wir können quasi deren Sachen benutzen, so wie wir es vorher mit zum Beispiel den Swing-Elementen aus Java gemacht haben. Und jetzt können wir anfangen zu coden. Coole Sache. Also, wir haben hier mal ja, eine Main-Funktion und eine Main-Klasse. Ja, da müssen wir jetzt als allererstes mal dieses Native Interface aufmachen. Das ist sozusagen das, was uns, ja, hier seht ihr auch, das wird dann importiert von CreEIS, DJ Native Swing, SVT Impl, Native Interface, und dann wird die Klasse halt implementiert oder importiert, besser gesagt. So, dann Swing Utilities ist das nächste, was importiert wird, wahrscheinlich automatisch. Das ist von Java direkt, aber es wird hier JavaX.swing. Wird auch importiert. Und dann brauchen wir wieder unser Invoke Later. Das kennt ihr ja schon. Soweit ich weiß zumindest. New Runnable. Damit das Ding halt auch in einem eigenen Thread läuft. Und in die Run kommt folgendes rein. Da packen wir jetzt unser JFrame rein. Ja. Weil wir halt cool sind. Nein, weil wir einfach unser Frame halt erst in der Run erstellen wollen, damit das Ganze. Ja, natürlich, da kann ich nichts machen. New JFrame. Und wie nennen wir es? Naja,
wie habe ich denn die Dings genannt? YouTube Player. So. Also wie gesagt, das war auch von mir eine Erfahrung, wie man das jetzt hier eben machen wollte oder machen könnte, eben YouTube-Videos in eurer Swing-Application darzustellen, weil das hat mich persönlich interessiert. Und das war die beste Methode, wie ich es gefunden habe, wie es irgendwie nicht über den Browser läuft. Also man muss nicht irgendwie jetzt was anderes benutzen, sondern es reicht wirklich diese eine Implementation. Beziehungsweise halt Java alleine kann das machen. Set Default Close Operation kennt ihr auch schon. Hallo, was ist dein Problem? Ah, passt doch. Window, da gibt es eine Konstante, die ist einfach vorgefertigt. Window-Constants.exit on close. Oder einfach nur exit on close müsste auch funktionieren, glaube ich. Ich habe es letztes Mal, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es nur exit on close genannt, ne? Ja, aber das weiß er nicht gerade, was es ist. Warum eigentlich auch? Dann gehen wir hier über Window-Constants.exit on close. Hier habt ihr noch andere Möglichkeiten. Dispose on close, do nothing on close, das ist ganz fies. Exit on close, hide on close, ist glaube ich das, was Skype zum Beispiel macht. Also die sind natürlich nicht in Java geschrieben, Skype meine ich jetzt. So, ja gut. Dann Frame-Punkt. Get Content Pane, kennt ihr auch schon. Also früher hatten wir halt das Ganze hier, also die Main-Klasse als JFrame Extended. Jetzt schreiben wir uns hier halt quasi ein neues JFrame einfach rein. Ist auch nicht so schlimm. So, es ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne gerade. Get Browser Panel. Und diesmal arbeiten wir mit Border Layout, ja, Browser Panel. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Get Content Pane.add Get Browser Panel. Probieren wir es einfach mal. Border. Aha. Layout. Also, wie gesagt, dieses Mal arbeiten wir mit Border Layout. Und ja, es ist halt einfacher und deswegen auch schneller zu machen. Zwar nicht so flexibel, aber das brauchen wir nicht. Wir wollen ja sowieso nur unser YouTube-Video anzeigen. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und dann Set Size noch aufrufen über die Höhe, die Breite und die Höhe. Ich würde sagen 800 mal 600, das ist eine ganz vernünftige Sache. Und was hat's denn jetzt hier? Ach so, oh Gott, ja, ich habe die Methode ja noch gar nicht geschrieben. Das ist ja die, die wir wollen. Nicht static. Ah doch, static. Machen wir sie public. So. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch visible machen. Ach so, und wir wollen ja noch hier, dass die Plattform entscheidet, wo das Ganze landet. So, Frame-Punkt. Set Visibility, Set Visible, True. So, und jetzt außerhalb von unserem neuen Runnable tun wir das Ganze eben wieder über DJ Native Swing, über dieses Native Interface. Punkt Run Event Pump, da kann man gerade mal drüber fahren und schauen, was das ganze Ding tut. Oder auch nicht. Hallo? Naja. Ja. Das ist quasi hier. Die Run Event Pump. Es muss in der Main drin stehen, weil manche Plattformen das halt unbedingt haben wollen. Puh, ja, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Gut. Dann machen wir hier direkt weiter. Wir wollen die Sachen auch wieder schließen, wenn alles fertig ist, und das wollen wir vernünftig schließen. Und deswegen gehen wir hier über runtime.getRuntime. Punkt add Shutdown Hook. Und jetzt dieser Shutdown Hook ist auch wieder ein neuer Thread,
Also hier seht ihr es auch, Thread Hook. Das heißt, wir müssen hier erstmal einen neuen Thread kreieren. Und für einen neuen Thread brauchen wir auch ein New Runnable. Ja, und dazu haben wir dann natürlich wieder eine Runnable hier drin. Und was wir hier drin machen, ist einfach Native Interface. Ups. Punkt Close. Ja, wir wollen es ja beenden. Und das beendet hier quasi einfach alles, was wir aufgerufen haben, also vernünftig, ohne dass wir irgendwas dann noch im Speicher übrig haben. Ja. So, hier muss nicht unbedingt ein Component rauskommen, sondern JPanel. Das ist die Funktion, die wir hier oben haben übrigens. Warum das allerdings immer noch einen Fehler gibt. Refers to, achso, ja, ich habe es noch gar nicht, upsala, importiert. Jetzt. So, sehr schön. Public Static und Get Browser Panel heißt einfach, wir wollen uns jetzt einen Browser sozusagen erstellen. Ein JPanel, der einen Webbrowser beinhaltet. Nennen wir es einfach Browser. Und das ist dann New JPanel. Ja, und da brauchen wir einfach ein neues Border Layout drin. Sonst haben wir ja kein Layout einfach. Und jetzt hat Java uns einen netten Webbrowser mitgeliefert, den wir hier benutzen können. JWebbrowser. Achso, ja, dann nennen wir den JBrowser. Ist gleich new. Noch nicht importiert. JWebbrowser. So, jetzt importieren wir das ganze Ding noch. Genau, und jetzt fügen wir den einfach dem Panel hinzu. Browser.add. Und jetzt kommt hier einfach unser JBrowser rein. Und zwar, jetzt müssen wir noch angeben, halt, stopp. Wir müssen noch angeben, wo wir den in unserem Layout anordnen wollen. Das haben wir das letzte Mal relativ umständlich gemacht. Beim Border Layout, das ist ganz ein bisschen leichter. Border Layout.center heißt einfach, wir packen das Ding in die Mitte. Und das war's dann auch schon. So, und dann hier Webbrowser. Upsala. Achso, halt mal, nein, ich habe das ganze Ding ja einfach nur Browser genannt. JBrowser heißt es. JBrowser. Und jetzt können wir das Ganze natürlich noch verändern. Über Set Bars Visible. Na, komm. Hier fahrt ihr einfach mal drüber. Dann wisst ihr zum Beispiel schon, was dieses. Okay. Ihr solltet wissen, was es bedeutet. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es richtig, manchmal eben nicht. Das bedeutet, dass wir die Ränder von unserem Browser sichtbar oder unsichtbar machen wollen. Also ich zeige euch das gleich mal an einem Unterschied dann einfach, wie es vorher und wie es nachher aussieht. So, also so haben wir die Ränder jetzt unsichtbar gemacht und dann sagen wir unserem JBrowser noch, wohin wir eigentlich wollen mit der Navigate-Funktion. Und das ist das sehr komfortable hier dran. Wir können hier einfach einen String angeben, müssen nicht kompliziert zu irgendwelchen URLs navigieren. Das ist nämlich das Coole. So, und jetzt kann man hier einfach noch den Webbrowser Browser Panel. Nein, halt nicht Webbrowser Panel, sondern einfach nur Browser. Ich habe die Sache ein bisschen anders genannt vorher, aber Browser ist cooler. So, jetzt brauchen wir hier natürlich noch die URL, die habe ich im Zwischenspeicher. So, dann packen wir das hier rein. Und sind eigentlich schon fertig. Nur was wir jetzt für ein Problem haben, ist folgendes, das möchte ich euch direkt mal zeigen. Also wir können das jetzt einfach mal starten. Jetzt fragt ihr sich ja, warum, wenn das Ding eh von Java ist, warum zur Hölle haben wir dann... Ah, es ist gar nicht von Java. Ich habe mich komplett getäuscht. Ich habe gedacht, wir brauchen nur das Native Interface, aber der JWeb-Browser ist auch von diesem Native Swing. Okay, wir brauchen es doppelt. Vergesst, was ich gesagt habe. So, und jetzt runnen wir das einfach mal. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir kein Fullscreen.
sondern sind ganz normal auf der Webseite von YouTube. Jetzt, was wir hier machen können, ist natürlich Fullscreen gehen, aber wir wollen es direkt einfach mal im Fullscreen starten. Deswegen, was machen wir jetzt? Nun ja, YouTube hat so seine eigene Variante mit Fullscreen und nicht Fullscreen. Und deswegen ändern wir hier einfach ein paar Kleinigkeiten. Hier steht ja Punkt slash Watch, Fragezeichen, V und so weiter. Wenn wir hier direkt dieses Watch wegmachen, V slash B und dann beziehungsweise hier einfach statt diesem Watch einfach ein Embed reinpacken, das ist sogar noch einfacher, dann müsst ihr euch diesen komischen Dings nicht merken. Embed und dann einfach das hier. Achso, dann sollte ich natürlich noch speichern. Und wie ihr seht, kommen wir dann direkt in den Fullscreen. Ah, und es ist ein Fehler aufgetreten. Ich glaube, mein Internet ist gerade weg. Ach nein, mit meinem Internet stimmt alles, aber ich habe hier vergessen, V ist gleich zu löschen. Also nochmal von vorne. Wir hatten hier Watch. Und das hier, V ist gleich, das ist sozusagen die Video-ID, alles was danach kommt. Und diese Video-ID, also ab dem F bis zu dem W, ist das, was ihr braucht. Und das vorne dran, dieses Watch, das macht, dass es halt ganz normal die Webseite ist. Und dieses V gleich braucht ihr auch nicht. Das heißt, ihr schreibt hier einfach Embed hin und dann funktioniert das. Sollte zumindest, wenn ich mich hier schon wieder irgendwo verschrieben habe. Ja, da sind wir. So, und das ist auch ein schönes Video von mir. Das solltet ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht hören, was da so an Ton abgeht. Aber jetzt könnt ihr schon mal hier coole Sachen machen, nämlich euren eigenen YouTube-Browser, Player schreiben. Ja, geile Sache. Und vor allem habt ihr gelernt, wie man fremde Pakete importiert. Das war der eigentliche Grund, warum ich das Video gemacht habe. So, und jetzt sind wir schon wieder bei 17 Minuten. Das ist ja krass. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen, einen Daumen hoch oder sonstige Sachen, was ihr machen wollt. Kommentare natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.